Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. RC Genk gegen SSC Neapel. Spiel 1 also in der UEFA Champions League. Spannende Sache, Wolf. Wie kommt man rein? Wo führt der Weg hin? Die Erwartungen sind enorm. Bei den Fans wie beim Club keine leichte Aufgabe. Das Spiel beginnt. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Wir wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Den Ball hat er, ganz souverän. Und da sehen wir sie, die Startaufstellung des SSC Neapel. Oh, viel Platz jetzt. Die Riesenchance. Ja, das ist vielleicht die Chance jetzt. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Der hat eine unglaubliche Ballbehandlung. Macht immer wieder Spaß, dem zuzusehen. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ist es das? Ah, oh, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Erster Spieltag in der UEFA Champions League. Bouchier, heute sollen die Weichen gestellt werden in Richtung Erfolg. Ja, es geht um viel. Du willst nämlich gleich erfolgreich loslegen. Schönes Tackling und den Ball erobert. Ballverlust von Neapel. Jose Caichon. Alan. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Da wäre Platz für den Konter. Gefährlich! Ball draußen, gibt Ecke. Gar keine schlechte Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung auch noch mal. Er nimmt ihn mit Vollspann, hier nicht die beste Wahl. Ecke kommt rein. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Schussversuch. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler, das wäre gefährlich geworden. Insigne. Melik und Insigne. Super dieses Zuspiel. Und Tor mit ganz viel Gefühl. Was hat der Kerl für ein Gefühl im Fuß? Er chippt den Ball über den Torhüter hinweg. So gut gemacht, da kann der Keeper dann auch nichts mehr halten. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Baba Ali Samata. Gute Aktion. Unaufhaltsam. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Die Defensive steht. Gibt Ecke für Neapel. Und jetzt noch mal kurz der Blick auf das Führungstor. Jetzt der Eckball. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Gulam. Zielinski. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Lorenzo Insigne. Kalidou Koulibaly. Da macht er ihn rein.
Neapel erhöht. Die Führung beträgt jetzt also nach diesem Treffer 2 Tore. Und da macht der Abwehrspieler sein Tor. Und das kommt bei ihm nicht wirklich oft vor. Hier nochmal dieser Treffer. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Abgefangen, gut gemacht. Weg ist der Ball. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Milik. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmeres sein. So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2-0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Ist es das? Neapel hat bisher überzeugt in dieser Partie. Schauen wir mal, ob sich das jetzt fortsetzt. Milik, Jose Caixon. Gibt jetzt Einwurf. Gutes Tackling. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Caixon. Da ist die Flanke. Problemlos hat er hier den Ball. Da wäre jetzt Platz. Er ist frei. Da kann was draus werden. Er versucht's. Wahnsinn. Er hält ihn. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Jetzt die Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Jetzt unterbricht er hier das Spiel. Ja, weil da ein Spieler liegen geblieben ist. Das sieht nicht wirklich gut aus. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Und das ist der Ballverlust. Die versuchen es. Guter Schuss, knapp vorbei am Tor. Verdi und Mertens. Milik. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. So, und jetzt sind hier noch... Klasse Zuspiel. Kann er was draus machen? Ah, da wäre jetzt Platz. Ah, klasse geklärt. Gute Aktion.
Na, jetzt müssen sie aufpassen. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Fabian. Milik. Alan. Pass auf Callejon. José Callejon. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Tor! Er macht ihn mit dem Kopf. Tor! Ganz stark gemacht. Das macht er klasse mit dem Kopf. Super gemacht. Da hat er sich gut im Strafraum bewegt, verschafft sich etwas Platz und setzt sich dann klasse beim Kopfball durch. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Mbawa Ali Samata. Ja, könnte was werden. Die Chance zum Tor abgepfiffen. Fahne oben. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Jetzt gibt es also einen Wechsel. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. José Callejon. Milik. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Milik. Dries Mertens. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler... Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Den Ball spielt er raus. Gefährlich! Oh, viel Platz jetzt. Können Sie was draus machen? Da ist der Ball im Netz. Klasse genutzt, diese Chance. Da war einfach zu viel Power hinter diesem Abschluss. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Da geht er gut in den Zweikampf. Die Gäste werden wechseln. Ghulam, Koulibaly. Bleibt nicht viel übrig, sie finden kein Mittel gegen diesen Druck. Sie gehen mit einer deutlichen Führung in die Schlussphase, Buschi. Wie siehst du die Partie im Moment? Napoli wird vermutlich der Sieger der Partie sein. Jetzt geht es nur noch darum, das irgendwie nach Hause zu schaukeln. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Situation geht weit. Jetzt vielleicht. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Das war nichts. Der Schuss geht deutlich drüber. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Und jetzt Neapel. Der Angriff könnte was werden. Das muss es sein. Das war's für heute. Niederlage also in der UEFA Champions League Gruppenphase. Nicht das erhoffte Ergebnis. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.
Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Lorenzo Insigne. Kalidou Koulibaly. Da macht er ihn rein. Neapel erhöht. Die Führung beträgt jetzt also nach diesem... Pass auf Callejón. José Callejón. Jetzt ist er auf und davon macht er... Tor! Er macht ihn mit dem Kopf! Gefährlich! Oh, viel Platz jetzt. Können Sie was draus machen? Da ist der Ball im Netz.